Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es zum Eurovision The Story of Fire Saga, ein neuer Netflix-Film von und mit Will Ferrell, und das Ganze richtet sich hauptsächlich an Fans des Eurovision Song Contests, weil es auch zum einen von der EBU mitproduziert wurde. Auf jeden Fall, storytechnisch sind wir so verortet, wir sind in Island. Lars und Sigrid sind seit ihrer Kindheit an, seitdem sie Waterloo im Fernsehen gesehen haben beim Eurovision Song Contest von ABBA, Fans des Contests und wollen unbedingt es irgendwann mal schaffen, dorthin zu kommen. Und das ist auch die Grundstory. Wir begleiten sie dort auf ihrem Weg, wie sie jetzt schon erwachsen sind in der heutigen Zeit zum Eurovision Song Contest. Und das ist es eigentlich auch. Mehr ist es nicht. Es gibt einige Show-Acts, es gibt einige sehr typisch Will Ferrell-Comedy-Szenen. Und das ist eine Mischung, die insgesamt okay ist, aber an vielen Stellen auch wieder ein bisschen zu blödelig. Weil die Musikszenen, die Show und alles, das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist super hochwertig gemacht. Aber von der Geschichte her ist da wirklich nicht so viel dabei. Vor allem, wenn man auch dazu sagen muss, dass eine Liebesgeschichte, die jetzt ein bisschen aufgesetzt und Standard wirkt. Dementsprechend, storytechnisch macht der Film nicht viel. Er reißt nicht viel, er ist okay, aber mehr halt auch einfach nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, von den Schauspielern, Will Ferrell ist klassisch Will Ferrell. Also der spielt gefühlt immer die gleichen Rollen, immer so ein bisschen doof und leicht blödelig. Und das war es auch schon. Auf der anderen Seite haben wir Rachel McAdams, die macht das eigentlich ganz okay, aber auch nicht eine ihrer besten Rollen, ist halt eher eine simple Komödienrolle. Andere bekannte Gesichter haben hier zum Beispiel Pierce Brosnan oder Dan Stevens mit dabei. Also insgesamt einige bekannte Darsteller, auch vor allem, wenn man sich anguckt, die einzelnen Show-Acts, sind bekannte Künstler, die auch schon teilweise beim Eurovision Song Contest aufgetreten sind. Dementsprechend, da haben sie wirklich einen großen, guten Cast, der aber jetzt nicht überragend ist, muss man sagen, an einigen Stellen. Dann technisch ist der Film wirklich sehr schön umgesetzt. Also die EBU macht ja schon in ihren Shows wirklich das Beste, was es in Europa so gefühlt an Shows gibt. Und dann setzen die das in dem Film hier nochmal eine Schippe drauf. Es sieht nochmal besser aus, weil es halt im Kinoformat sozusagen gedreht wurde. Super hochwertig, super gute, schöne Bilder. Also technisch ist dieser Film wirklich richtig, richtig gut. Super hochwertig gedreht. Einige schöne Locations, die haben hauptsächlich in England gedreht und teilweise in Island noch und Schottland. Also interessante Locations, schön geworden. Und deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Eurovision Song Contest ist an sich ein interessanter Film für Fans des klassischen ESC. Und für die ist es auch genau ausgelegt, das funktioniert soweit. Der Film parodiert natürlich an vielen Stellen den Eurovision Song Contest, macht es aber nicht so extrem, dass man sagen muss, es ist klamaukig, weil er wurde halt von denen mitproduziert, von der EBU, also die, die auch den echten Song Contest veranstalten. Und dementsprechend will man sich natürlich ein bisschen auf die Schippe nehmen, ein bisschen lockerer sein, aber halt auch nicht klamaukig und das Ganze irgendwie in einem schlechten Licht darstellen. Was insgesamt aber dann trotzdem ganz gut ist, also von der Parodie-Seite her, wie sie den Song Contest machen, das ist ganz gut. Und dem so sich selbst so ein bisschen auf die Schippe, welche skurrilen Figuren sie teilweise halt auch wirklich haben aus den verschiedensten Ländern. Und insgesamt ist es ein okayer Film, wo ich sagen kann, den kann man sich jetzt mal anschauen als Fan des ESC, aber für alle anderen ist das wahrscheinlich eher weniger was, weil richtig Comedy ist da nicht, das ist eher so eine Hymne, eine lobendes Hymne, wie toll denn der Eurovision Song Contest eigentlich ist. Dementsprechend 3 von 5 Punkten für Streaming, im Kino würde ich ihm nur 2 von 5 Punkten geben. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.